Amerika, die Idee der Basisgemeinde, in der alles miteinander geteilt wird. In Berlin gibt es sie zum Beispiel im Prenzlauer Berg. Halleluja, Halleluja, danke Jesus, dem Liebenden. Friedensgebet in der Berliner Gethsemane-Kirche. Seit Wochen lädt dazu die Basisgemeinde Prenzlauer Berg ein. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Es ist nur ein kleiner Kreis, der sich alle zwei Tage hier trifft. Man betet für den Frieden in der Welt, aber auch für den im eigenen Umfeld. In der Vergangenheit wurden die Leute aus der Basisgemeinde wegen ihres Engagements für Frieden und Gerechtigkeit manchmal belächelt. Doch im Kiez werden sie mittlerweile sehr geschätzt. Ganz in der Nähe der Gethsemane-Kirche in der Dunkerstraße 14 hat die Basisgemeinde Prenzlauer Berg ihr Domizil. Im sanierten Haus leben die ehemaligen Hausbesetzer seit 1990 in zwei Wohngemeinschaften. Die meisten der 14 Erwachsenen kamen in der Wendezeit aus einer schon früher entstandenen Basisgemeinde. Man wollte anders leben, ein Zeichen setzen gegen Ungerechtigkeit und Unfriede. Vorbild war das urchristliche Zusammenleben in einer Gemeinschaft, wie es in der Apostelgeschichte steht. Sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Tischgemeinschaft heißt ja für uns, wir teilen das ganze Leben, eben auch den Werktag, die Woche, den Alltag, die Arbeit. Das führt in der Konsequenz auch zu einem einfachen Lebensstil. Wir empfinden dieses Leben als sehr reich, weil es im Prinzip andere Werte in die Mitte rückt. Solidarität, Geborgenheit, Kreativität, Zusammenhalt, füreinander einstehen. Das macht die Stärke dieser Gemeinde aus. Der Umgang untereinander ist freundlich und auf Ausgleich bedacht. Jeder bringt das ein, was ihm möglich ist oder wofür er sich eignet. Christliche Gemeinde zu sein bedeutet für die Mitglieder Lebensinhalt und zugleich politischer Auftrag. Allernächstes Mal fragst du aber das. Viele der Erwachsenen arbeiten zum Beispiel im gemeindeoffenen Kindergarten oder im Vertrieb von pädagogisch wertvollem und ökologisch hergestelltem Holzspielzeug. Die Bewegungs- und Spielmaterialien sind in den östlichen Bundesländern besonders gefragt. Diese Bewegungsgeräte werden in der Basisgemeinde Schleswig-Holstein, Wolfsagener-Hütten, hergestellt. Dort haben wir die Werkstatt und achten einfach auch darauf, dass die Menschen, die selber gar nicht so stark unbedingt sind, dass sie mit einbezogen werden in diesen Produktionsprozess. Wir hier in Berlin machen das so, dass wir die Arbeit vorstellen, vor allen Dingen die pädagogische Arbeit. Und im Ergebnis können wir sagen, nach 10-jähriger Arbeit eben durch die Lande zu ziehen, Leute anzusprechen, dass inzwischen vielleicht so 700 Einrichtungen mit diesen Impulsen arbeiten in Deutschland. Die Basisgemeinde engagiert sich auch im Kiez. So arbeitet sie aktiv in der Betroffenenvertretung. Ihre Sorge gilt den Bedürftigen und den sozial Schwachen. Für diese stehen die Türen der Wohngemeinschaften jederzeit offen. So viel Offenheit bringt allerdings für die Heranwachsenden in der Gemeinde manchmal einige Probleme mit sich. Erst jetzt in den Jahren so war es immer für mich leichter, auch meinen Freunden davon zu erzählen, weil davor war es oft peinlich. Ich habe es selber noch nicht so richtig verstanden. Und dann die komischen Leute, die bei uns wohnen, die will man doch lieber doch nicht zeigen. Und erst so eben jetzt mit 15, 16 so habe ich dann gemerkt, das ist eigentlich ziemlich geil, was die hier machen. Und das ist ziemlich cool. Und ich kann eigentlich damit auch ein bisschen so rumprallen, von wegen, das sind Leute, die stehen hinter ihrem Wort und sagen nicht nur Frieden, Frieden, Frieden und auf jede Demonstration rennen, sondern die leben den Frieden. Da versuchen es zu tun.